Oh wow. Komm her. Ja. Du wirst richtig Spaß haben. Tschüss. What's your name? Don't you play this game? You from another land, got you like this country band. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Bevor das Let's Hack jetzt anfängt, habe ich erstmal wieder vergessen darüber zu reden, nämlich falls ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und außerdem, wenn es nicht aufgefallen sein sollte, ich habe ein neues Intro und außerdem auch einen neuen Banner. Ich habe da jetzt erstmal beide Leute verlinkt und vor allen Dingen bedanke ich mich auch nochmal an beide jetzt so persönlich, weil es mir echt beides echt gut gefällt und ich hoffe, es gefällt euch auch gut. Falls ihr das Intro gut finden solltet, schreibt es mir einfach in die Kommentare und so weiter. Guckt euch die Channel von den Leuten an, weil ich denke mal, die haben da viel Arbeit reingesteckt. Und jetzt viel Spaß mit dem Let's Hack. Und mal wieder im ganz normalen Let's Hack, sprich, wir nehmen einfach nur normal, so mit bisschen kommentieren, Let's Hack auf, ohne sich über Leute zu beschweren. Tatsächlich hat es Leute auf meinem Kanal schon ein bisschen angekratzt, so dass ich das so oft gemacht habe in letzter Zeit. Das soll mir eigentlich relativ egal sein. Hauptsächlich hat mich ein Typ genervt, dass ich ja angeblich mich früher über gerade so welche Leute beschwert habe und irgendwie jetzt dann angeblich genau das gleiche mache. Ich habe mich früher schon über Leute beschwert und ich habe mich gestern und die letzten Tage ein bisschen über Leute geäußert. Das hat sich eigentlich nichts an dem verändert, was ich persönlich mache. Ob ich mich jetzt früher in einem Real Talk Video 30 Minuten über ein paar YouTuber aufrege oder dann hier jetzt ein bisschen gezielter in Let's Hack äußere, ich verstehe tatsächlich nicht, was die Aussage von dem Typen sein sollte und ich hoffe auch, der bemerkt, falls er überhaupt aktiv meine Videos noch einmal guckt, gerade jetzt auch mal in dem Video, dass es sich eigentlich nicht geändert hat und ich da auch das einfach nicht nachvollziehen kann. Soll uns auch relativ egal sein. Weil wir spielen mit einer neuen Version von Necrom, die wieder richtig gut geworden ist. Ich hatte mich schon lange nicht mehr über ein Client-Update so gefreut wie über das von Necrom. Wie man auch schon die ganze Zeit bemerkt hat, Longjumpe bzw. Highjumpe ich so gerade ein bisschen hier hin und her. Ich habe das mal jetzt erstmal nicht weiter angesprochen, weil ich das jetzt erstmal so aussprechen wollte. Und der Client hat nicht nur... Oh. Das ist ein Gegner. Wir warten kurz mal ein bisschen ab. Nein, wir bauen uns einfach so ein bisschen hoch und dann... Perfekt. Und er ist runtergesprungen. Egal, ich hoffe einfach, unser Teammate tötet ihn. Wenn nicht, haben wir halt kein Bett mehr. Soll mich jetzt auch nicht weiter kratzen. Auf jeden Fall hat der Client mehrere Updates bekommen. Erstmal hat er No Slowdown wieder wie in Jelly gemacht. Das ist halt... Wow. Das ist halt wieder so runterslowed und damit dann halt AC Bypass. Das Bypass noch nicht ganz perfekt, aber wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, kann man eigentlich beim Laufen essen. Und das ist schon mal nice. Dazu hat es, wie gesagt, diesen Gommelong Jump bekommen, den ich auch so als High Jump betiteln werde, weil man damit halt einfach irgendwie, ich glaube, 5 Blöcke hoch springen kann. Ich glaube, man kommt damit 5, so 10 Blöcke oder so weit. Ich kann es leider nicht genau sagen, weil ich es nicht perfekt getestet habe. Ich habe nur ein paar Testrunden damit gespielt und natürlich weiß ich dann nicht direkt, wie weit man damit so perfekt kommt. Soll es auch egal sein. Auf jeden Fall gefällt mir der Long Jump richtig gut und ich habe auch richtig Spaß gehabt, allein den schon zu testen. Ich denke mal, dass auch noch im Laufe der Runde so relativ viele Sachen kommen werden, wo man den ganz gut zeigen kann. Bis jetzt habe ich noch nicht so einen großen Nutzen dran gehabt, außer vielleicht jetzt am Anfang von Game so immer hin und her zu springen und so weiter. Aber naja, gefallen tut er mir auf jeden Fall richtig gut und es macht halt richtig Spaß damit zu spielen. Vor allen Dingen, weil es halt auch wieder sowas anderes ist, weil man damit halt so hoch kommt und das auch ein bisschen anders selbst von den NCP Long Jumps ist. Und deshalb gefällt mir das halt einfach richtig gut. Außerdem hat er die Claura so wieder verbessert. Die hatte ein paar Probleme teilweise zwischendurch auf AC. Obwohl er eigentlich so immer die besten AC-Auras meiner Meinung nach gemacht hat. Das hat er so wieder komplett beseitigt und es gefällt mir wieder richtig gut damit zu spielen. Außerdem ist der Speed schneller geworden und man sollte schon sehen, dass er wieder ein bisschen smoother ist. Was mir auch wieder richtig gut gefällt. Ich lobe das gerade alles so unglaublich weit hoch. Aber ich kann das auch machen, weil der Client Launcher ist eh nicht ab. Es ist zwar wie gesagt dann schade, dass ihr es nicht gerade benutzen könnt,
Aber ich kann trotzdem den Client gerade mal hochloben, weil er es so meiner Meinung nach verdient hat mit dem Update so wieder. Außerdem hat er einen Gomez Scaffold Walk, einen Fast Break Mode fürs neueste NCP, weil das auf Revi nicht funktioniert hat. Er guckt ja immer so zwischendurch bisher meine Videos. Auf Gomez sollte der eigentlich auch gehen, habe ich noch nicht getestet, beziehungsweise ich habe Fast Break an, aber ich glaube, das ist der neue schon. Dann geht der auch auf Gomez schon mal perfekt, auf Revi habe ich ihn wie gesagt noch nicht getestet. Und ich glaube, das war alles. Ja, ich glaube nur Slowdown, Scaffold Walk, High Jump, Killer Aura. Falls ich irgendwas vergessen habe, halt noch der Fast Break. Falls ich irgendwas vergessen habe, ist es jetzt leider so. Aber ich denke mal, ich habe alles ganz gut angesprochen, was erneuert wurde. Und das Update gefällt mir wieder richtig gut. Ich habe zwar gerade schon mein GUI gezeigt, aber hier nochmal, falls jemand meine Settings haben will. Team Grün ist ja es existiert unser Bett nicht mehr. Ich dachte gerade schon. Oh, ich glaube, das war auch wieder ein Legit, der da gerade am Flaggen war. Soll uns ja nicht weiter interessieren, weil wir hacken und kommen trotzdem ganz gut zurecht, komischerweise. Ist natürlich echt schade für die ganzen Legits, die auf dem Server... Ach ja, Badfucker hat er verbessert. Und das war hauptsächlich auch wegen dem Video auf Revi. Weil der Badfucker da einmal nicht funktioniert hat und das, obwohl das Bett so frei war. Finde ich auch gut, dass er das so wieder verbessert hat. Vor allen Dingen, weil, das werdet ihr, denke ich mal, auch noch sehen, geht er einfach wieder auf Gomme perfekt durch Blöcke. Ich weiß auch nicht, was er genau... Ich sage, er geht perfekt durch Blöcke und dann geht er nicht perfekt durch Blöcke. Perfektes Beispiel an der Stelle. Aber normalerweise geht er perfekt durch Blöcke, sagen wir es so. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, der B-Hop ist doch schneller, um hier hochzukommen. Ich dachte gerade so, Long Jump wird das ein bisschen schneller machen, aber na, war es nicht. Hey, na? Er kauft sich gerade was. Das wird ihm nicht mehr helfen, glaube ich. So bezweifle ich ziemlich stark. Oh, er hat einen Bogen. Das Einzige, was ich tatsächlich wusste, was mich ficken würde. Aber ich dachte, es würde nicht passieren. Und, oh, Junge, es war so knapp, wir waren auf einem halben Herz, Mann. Alter, ja gut, dann sehen wir uns gleich erstmal in einer Runde Survival Games, um wieder ein bisschen zu chillen. Wir wurden gerade einmal gebannt und ich habe auch schon wieder meinen alten Alt gelöscht. Alten Alt, sehr wunderschön ausgedrückt, so an der Stelle. Ich packe dann trotzdem einfach mal den Alt, den ich jetzt benutze und dann halt die nachfolgenden und vielleicht auch noch ein paar Extras in die Beschreibung, einfach weil ich den alten schon wieder gelöscht habe wegen eigener Dummheit. Und ich habe Teams noch an. Das ist sehr gut. Egal. Und manchmal hört der Speed auf zu speeden, beziehungsweise man kann dann noch immer so mit einem Spring straight. Dann machen wir das einfach so, wenn er schon aufhört. Wir hatten gerade echt schlechte Hits mit der Killaura. Und hier der Speed geht übrigens auch teilweise durchs Wasser. Was ich auch schon ziemlich witzigerweise herausfinden durfte. In einer anderen QSG-Runde, als ich den Client so getestet habe. Das wundert mich ja manchmal. Manchmal hittet die Killaura noch nicht. Egal, ich denke mal, dass das sogar nicht ganz am Client liegen kann, aber egal. Ach, der geht für den Loot, ich habe mich gerade schon gefragt. Hey, na? Übrigens durfte ich gerade auch nochmal herausfinden, dass man ganz gerne mal für Flying geflaggt wird. Einfach nur aus dem Grund, wenn man zu viele Blöcke untereinander hat und sich dann zu lange in der Luft befindet. Was bedeutet... Wenn man jetzt auch zum Beispiel halt gerade Kors spielen würde und man da über eine Kante zu einer anderen Insel springt und irgendwo zu hoch abspringen würde, würde man einfach runtergezogen werden fürs Fliegen. Grüße gehen auch schon mal wieder da mal wieder raus an Consolas, also den Anti-Cheat-Macher. Zumindest vom jetzigen Anti-Cheat gerade so, also AC 3.0. Das Anti-Cheat, was ich ja letztens angesprochen habe, also Killswitch, ist ja silent und das macht ja noch nichts. Aber egal, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Wir wurden gerade tatsächlich schon wieder gebannt. Ich denke mal, das liegt daran, dass ich Auto-Armor nicht auf Open-Inf habe. Deshalb wurden wir auch in der Bed Wars-Runde nicht gebannt. Aber in QSG wechselt man natürlich ein bisschen öfter Rüstung. Also, ja, muss ich jetzt halt nur wieder dran denken, ins Inventar zu gucken. Während ich halt meine Rüstung wechsle. Und ja, ich spiele jetzt einfach noch eine Runde QSG. Und außerdem... Gibt es tatsächlich doch noch eine Sache, über die ich mich gerade mal in Anführungsstrichen aufregen muss, nämlich dass Leute mich tatsächlich ja als Clickbait darstellen.
Einfach nur, weil ich meine Titel in Caps schreibe, beziehungsweise jetzt im Fall von KuchenTV seinen Namen in meinen Titel schreibe. Also bei so welchen Aussagen muss ich mir tatsächlich immer denken, wie beschränkt Leute einfach sein müssen, wenn sie wirklich daran glauben, dass ich Clickbait benutze, nur weil ich einen Namen in den Titel schreibe. Solange ein Titel das beinhaltet, worum es im Video geht, ist es kein Clickbait. Clickbait geht darum, erstens dich zum Klicken zu bringen, was zwar so auf meine Titel auch zustimmen würde, aber dich außerdem auch noch anzulügen. Clickbait ist nicht nur das eine, sondern auch das andere. So, Clickbait existiert nicht nur, nicht existiert, sondern ist nicht einfach nur, Leute zum Klicken des Videos zu bekommen, sondern es ist simpel, hauptsächlich dich dabei auch noch anzulügen oder halt etwas sehr übertrieben darzustellen. Außerdem gibt es ja so Leute wie zum Beispiel KuchenTV, die halt sagen, zum Beispiel sein Video, von wegen YouTube pulverisiert mein Kanal, meinte er ja, das ist ja kein Clickbait, weil er ja 5 Sekunden im Video drüber gesprochen hat, es waren wirklich, glaube ich, nur 5 Sekunden oder so ein Müll, wo er im Video drüber gesprochen hat und irgendwie seinen Kanal angesprochen hätte und dass es ihn nicht betrifft. Das widerspricht sich dann mit dem Titel, also es ist Clickbait. Das ist das Erste. Und zweitens sind auch so Sachen wie, dass man 5 Sekunden drüber spricht und daraus einen Titel macht, einfach viel zu übertrieben. Das ist Clickbait und das, was ich mache, halt leider nicht. Das wollen Leute, viele Leute nicht einsehen, aber das kann mir auch relativ egal sein. Ich wechsle jetzt gerade mal den Alt, dass wir nicht nochmal mitten in der Aufnahme gebannt werden, weil mir das gerade, wie gesagt, schon mal passiert ist. Und ja, dann kommen auch wieder ein paar mehr Alts in die Beschreibung. Wir sind jetzt abschließend nochmal in einer Runde Quick Bad Wars, weil wir auch nur noch bei 4 Minuten sind. Ich schon wieder daran glaube, dass wir vielleicht ein bisschen zu lange für das Video brauchen würden, wenn ich jetzt ganz normales Bad Wars gespielt hätte. Und wir müssen mal wieder ein bisschen mehr schwitzen. Es tiltet mich ja tatsächlich wirklich, Quick Bad Wars zu spielen, weil es mir gerade nochmal wieder so zeigt, so extra, wie sehr Leute eigentlich in diesem Spiel schwitzen. Und nein, halt's Maul. Kriegst nicht mein Bett, dankeschön. So, wir konnten auch Quick Jump, alles klar. Long Jump gerade auch mal ganz gut verwenden. Wow, das war bisschen unnötig. Mach noch mal kurz schnell Bettfacke an. Oh, es geht wieder richtig gut durch. Es schwitzt trotzdem noch auf unser Bett. Er hätte es fast getan. Zwar nur fast, aber allein, dass es schon wieder fast versucht hätte, so noch für unser Bett zu gehen, hat mich schon wieder ein bisschen verzweifeln lassen. Junge, wenn man sich selbst als Hacker wirklich anstrengen muss, beziehungsweise, naja, nicht anstrengen muss, anstrengen ist ja was anderes, aber dass man sich halt beeilen muss, einfach aus dem Grund, dass andere Leute genauso schwitzen, ist Junge, wie viele Betten down gehen. Das hört man eigentlich wirklich nur bei Hackern, sonst so. Potions gibt's ja leider keine, dann Scaffold walken wir uns einfach mal ein bisschen hier rüber. Und ja, perfekt. Bett hat der hier schon nicht mehr. Wir haben ja auch Bett-ESP an, ich bin so unglaublich schlau unterwegs gerade. Tschüss. Kann ich da irgendwie... Ja, kann ich. Und wir sind runtergefallen. Weil er uns irgendwie runtergeschlagen hat oder so. Soll uns auch egal sein. Wir kaufen uns kurz neue Sachen. Wir gehen mal ein bisschen aus der Entfernung von unserem Bett raus. Weil ich keine Lust habe, das kaputt zu machen. Beziehungsweise nicht kaputt zu machen, aber ich glaube, man wird noch teilweise dafür gebannt, wenn man versucht, sein eigenes Bett zu oft zu zerstören. Was ja echt ein bisschen dumm ist, weil selbst Legends können das ja machen und ich glaube, dafür wurden auch schon Leute in der Vergangenheit gebannt. Soll uns ja nicht interessieren, weil wir sind ja nicht Legit. So, und... Na, ich wollte gerade schon sagen, wir haben zu wenig Equipment gekauft, aber passt alles. So, gehen einfach ein bisschen in die Richtung. Hey, na? Oh, leider ein bisschen über deinen Kopf weggesprungen. Och, echt schade. Oh, ich liebe diesen Long Jump. Es ist wirklich so richtig nice, über Leute drüber springen zu können. Es ist richtig cool. So, warte. Irgendwie habe ich ja den falschen Tower-Mode an. Nö. Es glitscht einfach. Selbst bei meinem Legit Scaffold Walk
glitscht einen. Nee. Komm mal. Einfach nein. Okay, das hat die Runde jetzt tatsächlich auch nochmal Jahre herausgezogen. Soll uns nicht weiter interessieren. Wir spielen die Runde jetzt trotzdem weiter. So, kurz nochmal ein bisschen essen und ein paar Blöcke. So, kurz anziehen lassen, wunderschön. Dann gehen wir einfach hier hoch. So. Okay. Irgendwie, da können wir auch noch hochspringen, perfekt. Und da auch noch. So. Dann gehen wir einfach nochmal den Weg hier von der Seite. So. Okay, das ist auch noch richtig nice. Das sollte ich öfter mal so aus dem Laufen einfach rausmachen. Weil der Long Jump dann irgendwie auch so besser funktioniert. Naja, nicht besser funktioniert, aber ja. So gefühlt besser halt, ne? Ja, perfekt, durch Blöcke mal wieder. Dankeschön. Wenigstens gibt mir der Client dieses Mal recht. So. Gibt's noch irgendein Bett außer meins? Nö. Dann soll's mir... Oh, wow. Komm her. Ja. Du wirst richtig Spaß haben. Tschüss. Und damit hoffe ich, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und so weiter. Damit unterstützt ihr mich und nehmt auch wie immer an dem Gewinnspiel teil. Und wir sehen uns dann morgen bei einem normalen Let's Hack, denke ich mal, wieder. Und ja, haut rein. Ciao.